FDP Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Ministerin Kramp-Karrenbauer, die Öffentlichkeit hat intensiv Anteil an Ihrer Ernennung genommen und auch über Ihre Eignung für dieses Staatsamt wurde debattiert, auch heute in dieser Sitzung. Von der Rede des Kollegen der AfD wird in Erinnerung bleiben, dass er Engagement im ländlichen Raum und für die Familienpolitik geradezu als Disqualifikation für ein höchstes Staatsamt betrachtet. Das sagt auch viel über diese Fraktion aus. Und auch sonst, da wird gefragt, ja, kann man Bundesministerin der Verteidigung und Vorsitzende einer Partei sein? Ja, was spricht dagegen, wenn man Vorsitzende einer Partei und Regierungschefin sein kann? Wenn man Ministerpräsidentin war und Innenministerin eines Landes, dann hat man auch sicherheitspolitische Expertise. Auch darüber wundert man sich, was öffentlich diskutiert wird. Das Einzige aber, wo Sie noch nacharbeiten müssen, ist, Sie haben ausgeschlossen, ins Kabinett zu gehen, um es dann doch zu tun. Das werden Sie Martin Schulz erklären müssen, wie sowas geht. Aber wir werden daran keinen Anstoß nehmen, denn die Eignung einer Ministerin für ihr Amt zeigt sich nicht allein daran, was sie vorher getan hat, sondern ausschließlich an ihrer Amtsführung und was sie für die Bundeswehr erreichen kann. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Hand und viel Erfolg, Frau Kramp-Karrenbauer. Und Frau Ministerin, wir trauen Ihnen Leadership zu. Die Sozialdemokratie ist ja inzwischen auf dem Weg in die Opposition. Die Rede des Kollegen Münzenich hat das überdeutlich gemacht. Herr Münzenich, wir sind auch oft, um das Freundlichste zu sagen, irritiert über die Zitate, die der amerikanische Präsident liefert. Aber gerade wo die NATO von einer Spaltungstendenz bedroht ist, den amerikanischen Präsidenten Rassist zu nennen, trägt nicht zu einer Entspannung bei. Und ich sage Ihnen, Herr Münzenich, die Frau Bundeskanzlerin hat angemessenere Worte der Kritik gefunden als Sie. So, jetzt ins Zentrum gestellt hat die neue Verteidigungsministerin die Finanzierung der Bundeswehr. Aus dem 2%-Ziel 2024 hat Frau Merkel schon das 1,5%-Ziel gemacht bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber noch nicht einmal dieses 1,5%-Ziel wird damit der gegenwärtigen mittelfristigen Finanzplanung erreicht werden. Wenn man rechnet, Anfrage unseres Kollegen Carsten Klein, die mittelfristige Finanzplanung von Herrn Scholz sieht vor 2023 1,25%, weil nämlich die Mittel nicht steigen, sondern konstant bleiben. Und wenn wir dann Wirtschaftswachstum trotz Peter Altmaier haben, dann wird das bedeuten, dass der Anteil an der Wirtschaftsleistung sinkt. Also, da ist viel zu tun. Kollege Große-Brömer, das war nicht nett, aber leider wahr. Wir werden also Sie, Frau Ministerin, daran messen. Wir erwarten von Ihnen Leadership in Bezug auf unsere internationale Verantwortung, also Weiterentwicklung von PESCO, Rüstungskontrolle und natürlich auch, inwieweit wir die Bundeswehr einsetzen, um unsere legitimen Interessen zu verteidigen. Es ist doch völlig richtig,
dass Deutschland zusammen mit Frankreich und Großbritannien jetzt in der Iran-Frage vermittelt und eben nicht unkritisch den Kurs der USA übernimmt, dann dürfen wir uns bei der Sicherung der Seewege als Handelsnation aber auch nicht aus der Solidarität mit Franzosen und Briten verabschieden. Auch da haben wir Verantwortung zu übernehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie dazu etwas sagen, Frau Ministerin. Wir erwarten von Ihnen Leadership bei der Aufarbeitung unserer Auslandseinsätze. Es wird an einer Friedenslösung für Afghanistan gearbeitet. Wir wünschen uns Ihren unbefangenen Blick, Frau Kramp-Karrenbauer, bei der Evaluation des Afghanistan-Einsatzes und bei der Planung einer Exit-Strategie, sobald sie möglich ist, umgesetzt zu werden. Und zuletzt, Frau Kramp-Karrenbauer, wir trauen Ihnen Leadership zu, auch dabei, die schwierige Berateraffäre und das Missmanagement in der Beschaffung der Bundeswehr aufzuarbeiten. Auch wenn Ihre Vorgängerin, herzlichen Glückwunsch, in ein höchstes Amt befördert worden ist, es darf jetzt nichts unter den Teppich gekehrt werden, denn sonst wird die Bilanz der Vorgängerin auch Ihre Bilanz werden, Frau Kramp-Karrenbauer. Wir wünschen Ihnen Glück und Erfolg, Frau Kramp-Karrenbauer, denn die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Es ist nicht Ihre, es ist die Armee des Parlaments und des deutschen Volkes. Und deshalb ist Ihr Erfolg auch unser aller Erfolg. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Johann Wadefuß.